and I say God is a good God. Wenn ich hier vorne stehe und sage, Gott ist ein guter Gott. I mean what I say. Dann meine ich das auch. Because I've experienced his goodness. Denn ich habe seine Güte erfahren. And you can also experience the goodness of God. Und auch du kannst diese Güte erfahren. Amen. Amen. I want us to go back to a scripture where we've been dealing with for some time now. Ich möchte zurück zu der Schrift gehen, wo wir schon oft Second Corinthians chapter 8 verse 9. 2. Korinther Kapitel 8 Vers 9. Now my topic today is doing the will of the Father. Meine Überschrift ist den Willen Gottes, den Willen des Vaters zu tun. Now what is the will of the Father? Also, was ist der Wille? Jesus said that I've come to do the will of the Father. The Father has sent me to do his will. Jesus sagt, ich wurde geschickt, um den Willen des Vaters zu tun. Here on earth we are supposed to be doing the will of the Father. We are supposed to be doing the will of God. Und auch wir auf der Erde sollten den Willen Gottes tun. But let's read 2 Corinthians 8:9. He says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich." 2. Korinther Kapitel 8 Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Now I've had many discussions between different theologians. Ich habe viele Diskussionen zwischen Theologen gehört. And between different Christian groups. Und auch zwischen verschiedenen christlichen Gruppen. Some say that Jesus was a poor man. Einige sagen, Jesus war ein armer Mann. But some say no, Jesus was a rich man. Und andere sagen, Jesus war ein reicher Mann. So there's a battle discussion. Somebody say Jesus was poor, the other one says Jesus was rich. Also gibt es diese Diskussion, ob Jesus arm oder reich war. But you know what? Aber wisst ihr was? Jesus was not poor, he was rich. Jesus war nicht arm, er war reich. But he decided to become poor for your sake, aber for our sake. Er entschied sich dafür, arm zu werden, für unseren Willen. That through his poverty you might become rich. Damit durch seine Armut wir reich werden können. This verse says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ." That is, for you know the favor of our Lord Jesus Christ. That though he was rich, yet for your sakes he became poor, that through his poverty you might become rich. Denn ihr kennt die Gnade, also die Gunst unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. How many of us like to be favored? Wer von uns möchte begünstigt werden? I enjoy being favored. Ich mag es, begünstigt zu werden. I didn't know that there are some people who do not enjoy being favored, but me, I enjoy being favored. Ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die keine Gunst erfahren möchten, aber ich möchte es. But you know, God wants to favor you. Und Gott möchte auch dich begünstigen. Some time ago, I say that I am God's favorite child. Und manchmal gehe ich herum und sage, ich bin das Lieblingskind Gottes. How about you? Wie ist es mit dir? Do you know that you are God's favorite child? God wants to favor you in every way. Wusstest du, dass du Gottes Lieblingskind bist und dass er dir jederzeit die Gunst geben möchte? But he loved you and he gave his son for you. Und er hat dich so sehr geliebt und hat seinen Sohn für dich gegeben. To bring you to a place, a better place that you were not in. Und zwar um dich zu einem besseren Ort zu bringen. It's because of his love. Es ist durch seine Liebe. Jesus gave it all. Denn Jesus hat alles gegeben. So your life can be better. Damit dein Leben besser werden. Even people who are very rich, I've never heard of somebody who decides, I want to be poor so that this other person might become rich. Auch von ganz reichen Menschen habe ich noch nie gehört, dass sie arm werden würden, um andere reich zu machen. But the nature of God is a God who is always showering us with his goodness. Aber in der Natur Gottes ist es, dass er uns immer wieder erfüllt mit seiner Güte. Actually, we are in a season where we are celebrating the goodness of God. Und wir sind auch in einer Zeit, in der wir die Güte Gottes feiern können. Yeah, it's a season of celebrating the goodness of God. We are remembering what he did for us, that he loved and he gave. Und wir erinnern uns in dieser Zeit und feiern, dass Gott uns so sehr geliebt hat und uns gegeben hat. There is this other time I said, you know,
love gives. Und ich habe einmal gesagt, die Liebe gibt. Love gives. Die Liebe gibt. And because God loved, he gave something. Und weil Gott geliebt hat, hat er etwas gegeben. Now lusts is something that just takes. Und die Lust ist etwas, die ihn nur nimmt. Lust just desires to have. I just want more, just for me. But it's not willing to give. Das ist etwas, das immer nur nehmen möchte und empfangen möchte, aber nicht bereit ist zu geben. But love gives. Aber die Liebe gibt. Acts chapter 10, verse 38. It says, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. God anointed Jesus Christ to go around doing good to other people. Gott hat Jesus gesalbt, damit er umherziehen konnte und Gutes tut. For example, here it says, Jesus went about healing those who are oppressed by the devil. Und wie es hier steht, hat er diejenigen geheilt, die vom Teufel unterdrückt wurden. Now, this word healing, it means making them whole. Und dieses Wort Heilung bedeutet, dass sie wieder ganz gemacht werden. He was making those people who were depressed whole. Und er machte die Depressiven wieder ganz. Now, let me just ask you, what is the definition of this word depression? Was ist die Definition von Depression? Can somebody define for me this word depression? Kann mir jemand dieses Wort Depression auf Deutsch definieren? Kannst du das auf Deutsch definieren? Nein. Aha. Can somebody define for me this word depression? Kann mir jemand das Wort Depression definieren? Kein Ausweg finden. Wie bitte? Kein Ausweg finden. Okay, keine Ausweg finden. When somebody is cannot find a way, something else. Deine Seele lebt in der Dunkelheit. Okay, when the soul is in darkness. Okay. How many of us have ever seen a depressed person? Wer von uns hat schon mal eine depressive Person getroffen? Okay, let me ask. How many of us have ever been depressed before? Oder wer von uns war schon depressiv? No one has ever been depressed before? Niemand war depressiv? Depression is a feeling of just being put. You are so low, you are so you are so low, you feel you are really pressed down, there is no way, you are hopeless. Es ist ein Gefühl, in dem du nicht mehr weiter kannst, in dem du keine Hoffnung hast und einfach nur unten bist. The people who are looking for a solution, but there is no solution. Und es sind Menschen, die suchen nach einer Lösung, aber es gibt keine. Now, to such people is such people are the ones that God sent Jesus to. Und zu solchen Menschen schickt Gott Jesus. He sent Jesus to people without a solution. Er schickt Jesus zu den Menschen, die keine Lösung mehr kennen. He sent Jesus to people without help. Und er schickt Jesus zu Menschen, die keine Hilfe haben. People who are hopeless. Und Menschen, die hoffnungslos sind. People who all doors were closed. Und Menschen, bei denen alle Türen geschlossen sind. And God sent Jesus with a solution for them. Und Gott hat Jesus geschickt mit einer Lösung. So here it says that God anointed Jesus Christ. Und hier steht, Gott hat Jesus gesalbt. With the Holy Spirit. Mit dem Heiligen Geist. And he went about doing good. Und er ist umhergezogen und hat Gutes getan. Mark this word, he went about doing good. Merkt euch dies, er ist umhergezogen und hat Gutes getan. And bringing solution to those who needed solution. Und er hat den Menschen die Lösung gebracht, die die Lösung brauchten. That is one reason why God sent Jesus Christ. Das ist ein Grund, wieso Gott Jesus geschickt hat. But you see, here on earth as Christians, we are representatives of God here on earth.
Aber wir Christen auf dieser Erde müssen Jesus repräsentieren. When Jesus was crucified, he died and he resurrected and went back to heaven. Als Jesus gekreuzigt wurde, gestorben ist und wieder auferstanden und in den Himmel gegangen ist, his work did not finish there. War seine Aufgabe noch nicht erfüllt. Actually, in John chapter 5, verse 17, Jesus said, my father has been working until now and I have been working. So you're saying that they are always working. Und wir sehen, dass sie immer arbeiten, wenn Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. So they're always working. Also sie arbeiten immer. But their work did not end by the resurrection of Jesus Christ. Aber ihre Arbeit endete nicht mit der Auferstehung von Jesus. The work of Jesus needs to be continued through Christians. Die Aufgabe muss weitergeführt werden durch die Christen. God, he anoints us. Denn Gott salbt uns. He empowers us. Und er gibt uns die Kraft. That we continue with the work that he started. Damit wir die Aufgaben und die Werke weiterführen können. That we look for people who are hopeless and give them hope. Damit wir die Menschen finden, die hoffnungslos sind und ihnen Hoffnung geben. We look for people who are helpless and help them out. Und dass wir die Hilflosen suchen und ihnen helfen. People that we look for people who see no way to help them find a way to their solution. Und dass wir auch die Menschen finden, die keinen Weg mehr sehen und ihnen diesen Weg geben. That we look for people who are looking for a solution and help them find that solution. Und die Menschen finden, die keine Lösung mehr sehen, aber wir ihnen helfen. Now, let me ask you. How many people? Ich möchte euch fragen, wie viele Menschen? Are you helping now? Hilfst du gerade? To find a solution in their life. Wie vielen Menschen hilfst du gerade, eine Lösung zu finden? How many people are you helping now to find a solution in your life? Wie vielen Menschen hilfst du gerade, eine Lösung in ihrem Leben zu finden? Or are you the only one who's just looking for people to help you to find a solution in your life? Oder bist du die Person, die einfach nur darauf wartet, eine Hilfe von anderen zu bekommen? Each and every one of us, we can help somebody to find a solution in their life. Jeder von uns kann einem anderen Menschen helfen, eine Lösung zu finden. Because we are representatives of Jesus here on earth. Denn wir sind die Vertreter von Jesus auf dieser Erde. But you see, as we've just read that word, until now, God has been working and has been doing good things. Wir haben gerade gelesen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. But he's looking for people who are willing. Aber Gott wartet auf die Menschen, die willig sind. That he can use. Dass er sie benutzen kann. Are you willing? Bist du bereit? For God to use you. Dass Gott dich gebrauchen kann? He's looking for arms that he can use. Er sucht nach Armen, die er benutzen kann. He's looking for feet that he can use. Und er sucht nach Beinen, die er gebrauchen kann. He's looking for lips that he can use. Und er sucht nach Lippen, die er gebrauchen kann. To go to somebody and speak hope to somebody. Um zu jemand anderen hinzugehen und Hoffnung zu sprechen. To go to somebody and speak an encouragement to that person. Um zu jemanden Ermutigung zu sprechen. Are you willing? Bist du bereit? Or let me ask, how willing are you? Oder lass mich dich fragen, wie bereit oder willig bist du? How willing are you? Wie willig bist du? We've just read the story in the book of 1 Kings. Wir haben die Geschichte gelesen in den ersten Könige. We see how God appeared to Prophet Elijah. Und wir sehen, wie Gott dem Propheten Elia erschienen ist. And God brought a solution to Prophet Elijah. Und wie Gott ihm eine Lösung gebracht hat. It was a time of famine. Es war eine Hungerszeit. And God said, I want you to go to this place which where I'm going to take care of you. Und Gott sagte ihm, ich möchte, dass du dorthin gehst, wo ich für dich sorgen werde. And the Bible says that God directed him to the brook where there was water. He could drink of the water in famine. Und er brachte Elia an den Ort, wo er auch Wasser trinken konnte. And God commanded birds to bring bread and meat for Elijah. Und Gott schickte sogar Vögel, dass sie ihm etwas zu essen bringen. Now I'm just asking myself, in this generation, how many people are willing to be fed by birds?
Ich frage mich, wer in dieser Generation ist bereit, sich von Vögeln füttern zu lassen? In this generation where people are thinking so much of hygiene, they'll start asking themselves, where did this bird get this bread or meat? Maybe this bird might have got it from a dustbin. Und in dieser Generation fragen sich vielleicht die Menschen, was ist mit der Hygiene? Woher kommt denn dieser Vogel? But you know, when you read this story, you realize that God commanded the birds to bring food to Elijah. Aber hier sehen wir in dieser Geschichte, wie Gott die Vögel geschickt hat, um das Essen ihm zu bringen. But it did not end there. Aber die Geschichte hört dann nicht auf. The Bible says that a time came when everything dried up. The brook, the stream dried up. The stream was not bringing water anymore. Es kam eine Zeit, in der es doch kein Wasser gab. Now let me say this. When something dries up in your life, wenn etwas in deinem Leben austrocknet, don't think that's the end of the road. Don't think that's the end of life. Dann denk nicht, dass es das Ende des Lebens ist. God can make a way where there seems to be no way. Denn Gott kann dort einen Weg schaffen, wo wir keinen sehen. He can still provide for you. Er kann trotzdem für dich sorgen. The stream dried for Elijah. Dieser Strom ist ausgetrocknet. The bird stopped bringing the food. Und die Vögel haben aufgehört, das Essen zu bringen. Then God comes back in the picture and says, "Go to this place because I have commanded this widow of Zarephath to take care of you." Und da sagt Gott zu ihm, geh dorthin, wo ich dich hinschicke, und die Frau wird sich um dich kümmern. Now what I'm trying to say that in every season of life. Ich möchte sagen, in jedem Bereich des Lebens. For us believers, God will take care of us. Wird Gott sich um uns Gläubige kümmern. But the most important thing when God is taking care of you in every season, remember in that season to stretch your hand and be a blessing to somebody else. Aber das Wichtige daran ist, dass wir in der Zeit, in der Gott uns versorgt, auch unsere Hand ausstrecken, um andere zu segnen. Don't just keep the season's blessings just for you alone. Halte nicht die ganzen Segen nur für dich alleine. Look for people in need. Sondern schau hinaus und guck, I liked what Menschen Sister, mit Not gibt. Sister Heike said, he says, look for people to be a blessing. Ich mag das, was Schwester Heike gesagt hat. Lass uns Ausschau halten. Because I realize this is the direction I feel God is leading us, that we need to look for people to be a blessing to. Denn ich glaube, das möchte Gott uns ans Herz legen, dass wir hinaus schauen auf die Menschen, die Hilfe brauchen. Don't just sit there and you say, I have nothing to give. You have something to give. Und sitz nicht da und denk, ich habe doch gar nichts zum Geben. You have something to give. Denn du hast etwas zum Geben. Turn to your neighbor and tell your neighbor, du hast etwas zu geben. You have something to give. Jemanden Leben zu verändern. To change someone's life. Jemanden Glück zu bringen. To bring happiness in her. Ja, jemanden Freude zu bringen. Du hast etwas. You have something to give joy. Ja, du hast etwas zu geben. You have something to give. Amen. Amen. So don't say I have nothing to give. Also sag nicht, ich habe nichts zum Geben. Because God has empowered you. God has, just the same way he anointed Jesus Christ, he has anointed you to go about doing good. Denn Gott hat dir die Kraft gegeben, so wie er Jesus gesalbt hat, hat er auch dich gesalbt. Last time I said. Und letzte Mal habe ich gesagt. What you have. Das, was du hast. Which you think is very small. Wovon du denkst, dass es klein ist. Is something that somebody seriously needs. Ist etwas, was jemand anderes ganz dringend braucht. It's something that it's a need for somebody. Es ist eine Not, etwas ganz Dringendes für jemand anderen. So be on the watch out and be ready to be used by God. Also halte Ausschau und sei bereit, sich gebrauchen zu lassen. Amen. Amen. In this season that we are in. In dieser Zeit, in der wir uns befinden. It's a season where people are exchanging gifts. Es ist eine Zeit, in der Menschen Geschenke austauschen. And mostly you see mostly people are just changing gifts to the people they know. Und meistens beschenkt man nur die Leute, die man kennt. But I challenge you. Aber ich möchte dich herausfordern. To look for somebody. Jemanden zu finden. Maybe it's somebody in the street, you know, somebody in the street, they're not expecting somebody to give them a gift. Then they're expecting just
people to give them the extra change, the extra coins from their shopping. Ich fordere dich heraus, jemanden auch auf der Straße etwas zu schenken, denn sie erwarten es nicht. Can you imagine walking in the street with a well-packed gift? Kannst du dir vorstellen, auf der Straße zu sein mit einem wunderschönen Geschenk? And you're looking for somebody who is obdachlos, somebody who is homeless. Und dann schaust du nach jemanden, der obdachlos ist. And then you say, you know what? This is your Christmas gift. Und dann kannst du ihm sagen, das ist dein Weihnachtsgeschenk. How will that person feel? Wie würde sich diese Person fühlen? Now I'm not saying you do that and you have somebody taking a photo so that you put on Facebook. Ich sag das nicht, damit du ein Foto davon nimmst, wie du diese Person beschenkst und es auf Facebook hochlädst. That's the generation we are living in. Das wäre nämlich die Generation, people in der do wir leben. Things, Menschen tun etwas. And they want to be praised. Und sie möchten gepriesen werden. People do things and within seconds you see it's on Facebook. Menschen tun etwas und innerhalb von Sekunden ist es auf Facebook. No, but God is not expecting that from us. He's not expecting that we bless somebody, that we do something good to somebody and then we announce it. You know, I did this. Aber Gott möchte nicht, dass wir etwas Gutes tun, nur um es zu proklamieren oder jemandem zu zeigen. Where I come from, politicians are the ones who do that. Und in der meiner Heimat sind es die Politiker, die das tun. When they give you something good. Wenn sie dir etwas Gutes geben. They want to take a good photo and put it in the newspaper because that is they're campaigning for the votes. Und sie lassen sich fotografieren, indem sie jemandem etwas geben und dann benutzen sie es als ihre Kampagne. But God wants you to stretch your hand and be a blessing to somebody. Aber Gott möchte, dass du deine Hand ausstreckst und ein Segen bist für andere. I want us to turn to the book of Matthew chapter 25. Lass uns Matthäus Kapitel 25 aufschlagen. Matthew chapter 25 is a chapter that ministers to me in a strong way. Dieses Kapitel spricht sehr stark zu mir. Matthew 25 speaks of parables where Jesus was speaking of parables of his coming back. Es stehen Geschichten darüber, wie Jesus zurückkommen wird. Do you know what? Weißt du was? Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. How many believe that? Wer von uns glaubt das? I believe that. How many are waiting for the return of Jesus Christ? Wer von uns wartet auf die Rückkehr von Jesus Christus? I am waiting. Ich warte. But I'm telling you, Jesus is coming back. Aber ich sage dir, Jesus kommt zurück. So you need to be ready, you need to wait for him. Und du solltest bereit sein und du solltest auf ihn warten. Now hold your hand in the book of Matthew and go with me to Revelation 22. Lass uns die Hand bei Matthäus 25 halten und zur Offenbarung gehen. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. But I want you to see something in Revelation chapter 22. Aber lass uns auf eines schauen in Offenbarung 22. It says this. Behold, I'm coming soon, bringing my recompense with me to repay everyone for what he has done. Amen. Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einen jeden zu geben, wie seine Werke sind. Amen. Behold, I am coming back. I'm coming soon. Siehe, ich komme bald. And my reward is with me. Und meine Belohnung ist mit mir. Jesus is coming back. Jesus kommt wieder. And is coming with a reward with him. Und er kommt mit einem Lohn. And the word of God says he's coming to reward us for our works, for the things that we've done. Und die Bibel sagt, er kommt, um uns zu belohnen für die Werke, die wir getan haben. You know, we work and at the end of the month we get a salary. Und wir arbeiten und am Ende des Monats bekommen wir ein Gehalt. So you sweat. Also du schwitzt. From the first of the month to the end of the month. Vom ersten des Monats bis zum letzten des Monats. Expecting that at the end of the month there's going to be a salary for you. Und du erwartest, dass du am Ende des Monats ein Gehalt hast. Now as Christians, when you read the word of God. Und wir als Christen, wenn wir das Wort Gottes lesen. We see
that Jesus says that he's going to reward us for our works. Sehen wir, wie Jesus sagt, er wird uns belohnen für unsere Werke. So as we work for him, as we do his will, as we go about doing things that please him. Also wenn wir seinen Willen tun und das tun, was ihm gefällt. Let's know that he's coming back with a reward. Können wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird mit einer Belohnung. Now, let me just ask you, what kind of reward awaits you? Ich möchte dich fragen, was für eine Belohnung wartet auf dich? What kind of rewards await you? Was für eine Belohnung wartet auf dich? Jesus is coming back. Denn Jesus kommt zurück. And he's coming back with his reward. Und er kommt zurück mit einer Belohnung. And he says, to repay us for all our works. Und es steht geschrieben, um uns zu entlohnen für all unsere Werke. Matthew 25. Matthäus Kapitel 25. It says, when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people one from another as a shepherd separate the sheep from the goats. And he will place the sheep on his right, but the goats on his left. Von Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu Linken. So Jesus is coming and that day he's going to divide the people into two. Also Jesus wird kommen und an dem Tag wird er die Menschen teilen. You remember this year I've mentioned a lot about Malachi chapter 3 verse 17 and 18. Und in dieses Jahr haben wir viel von Malachi Kapitel 3 Vers 17 gehört. Verse 18, God speaks that a time is going to come that there's going to be a distinction between those people who serve God and between those people who do not serve God. Und Vers 18 sagt, es wird eine Zeit geben, die in der es einen Unterschied geben wird zwischen denen, die Gott dienen und denen, ihm nicht dienen. That time is coming. Diese Zeit wird kommen. And that's the time that we will know exactly who has been serving God and who has not been serving God. Und da werden wir erkennen, wer Gott gedient hat und wer Gott nicht gedient hat. Actually, that is the time that we are going to know exactly who was just there filling the bench in the service and who was really there with a whole heart serving God. Und da werden wir erkennen, wer da war und einfach nur auf diesem Stuhl in der Kirche saß oder wer wirklich Gott gedient hat mit dem ganzen Herzen. God says that that time there's going to be a difference, there's going to be a distinction. Gott sagt, es wird dort einen Unterschied geben. So when you read this verse, it says that Jesus said that God will separate the sheep and the goat. Und hier steht, dass Gott die Schafe von den Böcken unterscheiden wird. You know, you don't want to have sheep mixed with goats. Du möchtest nicht als Hirte die Schafe mit den Böcken zusammen haben. Goats are usually known as stubborn and rebellious. Denn diese Böcke sind bekannt als rebelliös, dickköpfig. Goats are usually seen as very rebellious and stubborn. Und sie sind dickköpfig. You have to like hit them to show them the way. Man muss sie eigentlich schlagen, um ihnen die richtige den Weg zu zeigen. But the sheep. Aber die Schafe. They're usually humble. Sie sind demütig. The sheep actually the shepherd has just to go in front and the sheep will follow. Da muss der Hirte nur vorangehen und die Schafe werden folgen. Amen. Amen. So the time is going to come that God is going to separate between the sheep and the goat. Also wird eine Zeit kommen, in dem die Schafe von den Böcken getrennt werden. Verse 34, it says, then the king will say to those in his right, come, you who are blessed by my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me.
Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Zeit. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Verse 36 says, I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Vers 36, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. So it means that he noted when he was hungry and these people fed him. Das bedeutet, er hat sich gemerkt, als er hungrig war, dass andere Menschen ihn gefüttert haben. He noted when he was thirsty and these people gave him drink. Und er hat sich gemerkt, als er durstig war, wie ihn die Menschen zu trinken gegeben haben. He was a stranger and these people welcomed him. Er war ein Fremder und die Menschen haben ihn aufgenommen. You know, such scriptures usually made my mom to be so welcoming. Und solche Verse haben meine Mutter sehr gastfreundlich gemacht. We grew up, my mom could find a stranger on the street and bring her home. Und wir waren noch klein, da hat meine Mutter oft jemanden auf der Straße gefunden, der ein Fremder war und hat ihn mit nach Hause gebracht. I remember there's a time my mom brought a lady who she found on the street. This lady came and told her, I have no place to stay. Und ich erinnere mich, wie meine Mutter eine Frau mitbrachte, die keinen Ort hatte zu bleiben. That time it's not that we had a big house where we could host everybody. Und es war auch nicht so, dass wir ein großes Haus hatten, in dem viel Platz war. At that time we were 7 children. Und zu der Zeit waren wir 7 Kinder. And we had a 3-bedroom, 3-sleeping bedroom house. Und wir hatten ein Haus mit 3 Schlafzimmern. But still, my mom could see a stranger without a place to stay, and my mom could invite this person in her home. Und dennoch hat meine Mutter diese Frau gesehen und hat sie eingeladen. I remember even there was a time that one of the ladies, took the purse of my mom and ran away and disappeared with it. Und ich erinnere mich auch einmal, ist so eine Frau dann mit dem Pass meiner Mutter weggelaufen. But still. Aber dennoch. My mom opened the door for strangers. Hat meine Mutter die Tür geöffnet für Fremde. Now the question is, in this generation, how many people are willing to open your door for strangers? Aber die Frage ist, wer von uns ist in dieser Generation bereit, die Tür zu öffnen? Here in Germany, you don't come visiting without a Termin. Und hier in Deutschland ist es so, du kannst jemanden besuchen ohne Termin. So can you host a stranger? Also kannst du dann einen Fremden aufnehmen? But Jesus said, I was homeless and you hosted me. I was a stranger and you hosted me. Aber Jesus sagt, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. But the interesting thing in verse 37, these people they ask, then shall the righteous answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and fed you? When did we see you thirsty and gave you drink? When did we see you a stranger and you took me in? When did we see you naked or we clothed you? Or when did we see you sick or in prison and came and visited you? Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? In other words, they are saying, we never saw you hungry and fed you. We never saw you thirsty and gave you to drink something to drink. We never saw you as a stranger and welcomed you in. Also mit anderen Worten sagten sie, wir haben dich aber nie gesehen, als du durstig warst und wir haben dir nichts zu trinken gegeben. But verse 40, Jesus says something very interesting. Aber in Vers 40 sagt Jesus etwas sehr Interessantes. He says this, and the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. When you do something good to somebody else, you are doing it for the Lord. Wenn du etwas Gutes jemand anderem tust, dann tust du es für Gott. Now, I've had many people discussing and arguing about this verse. Ich habe viele Diskussionen über diesen Vers gehört. Where some people say, okay, Jesus said, when you do the least to these my brothers, they say, Jesus meant the disciples. Okay, that can be true. Einige sagen, dass mit diesen Brüdern die Jünger gemeint werden. But when you study the word of God, aber wenn du das Wort Gottes liest, you see that God is concerned with the welfare of the people who in need. Da sehen wir, dass Gott sich um diejenigen Menschen besonders kümmern möchte, die in Not sind. He feeds the hungry. Er füttert die Hungrigen. He gives water for the thirsty to drink. He refreshes people. Und er gibt denen zu trinken, die durstig sind. He helps strangers. Und er hilft den Fremden. He heals the sick. Und er heilt die Kranken. So you see, this is the goodness nature of God. Und das ist die gute Natur Gottes. And that's why God has given us the responsibility to represent him here on earth. Und deswegen hat Gott uns die Verantwortung gegeben, ihn auf dieser Erde zu vertreten. That we be the people who are going to represent him in doing those good works. Dass wir ihn so vertreten werden, indem wir seine guten Taten tun. When you see somebody who's thirsty, who needs to be refreshed, we need to refresh this person. Und wenn wir eine Person sehen, die erfrischt werden muss, die durstig ist, dann sollten wir sie erfrischen. When we see somebody in need, we need to look for ways to help this person in need. Und wenn wir eine Person finden, die in Not ist, dann sollten wir alles Mögliche versuchen, um ihnen zu helfen. Don't say, oh, this person will help himself. Und sag nicht, die Person wird sich selbst helfen. Don't say, God help those who help themselves. Und sag auch nicht, Gott wird dieser Person schon helfen. Try to look for a solution for this person. Sondern such selbst für eine Lösung für diese Person. You know, James says something very interesting. Und in Jakobus finden wir etwas sehr Interessantes. It speaks about faith with works. Es steht über den Glauben mit Werken. And it says, faith without works is dead. Denn der Glaube ohne Werke ist tot. Faith without work is dead. Der Glaube ohne Werke ist tot. How's your faith? Wie ist dein Glaube? Do you believe that it's good to help those in need? Ist es gut, den Menschen in Not zu helfen? Do you believe that? Glaubst du das? Then are you helping somebody in need? Hilfst du jemanden in Not? Do you believe that it is good to visit the sick? Glaubst du, dass es gut ist, die Kranken zu besuchen? Are you visiting the sick? Besuchst du die Kranken? Yeah. Or are you only visiting those people you know? Oder besuchst du nur diejenigen, die du kennst? Mostly in this generation, you know, I know people come to visit you in the hospital only when they know you. Und in dieser Generation ist es so, die Menschen werden nur im Krankenhaus besucht, wenn man sie kennt. But Jesus did not say that you go visit somebody in the hospital only because we know that person. Aber Jesus sagte nicht, geht die im Krankenhaus besuchen, weil du sie kennst. I remember when I was in Bible school. Ich erinnere mich, als ich in der Bibelschule war. We had times when we used to go out for outreach. Dann hatten wir eine Zeit, in der wir hinausgegangen sind. And we used to go visit people in the hospital, pray for people in the hospital. Und wir sind in die Krankenhäuser gegangen und haben für die Menschen dort gebetet. In Kenya, in Nairobi, there's a big general hospital. It's called Kenyatta National Hospital. Und in Kenia gibt es ein großes Krankenhaus. That is the biggest hospital in Kenya. Es ist das größte Krankenhaus in ganz Kenia. And it is full. Und es ist immer voll. It is full. Es ist voll. So sometimes we used to go there and we used to visit people. Also manchmal sind wir dorthin gegangen und haben die Menschen dort besucht. And you realize there were some people who were very sick, but they had no one to visit them. Und dort haben wir erkannt, es gibt Menschen, die wirklich krank sind, aber keinen hatten. Actually, there are people that had stayed long in the hospital.
Und es waren auch Menschen dort, die schon lange im Krankenhaus sind. The bill, the hospital bill had piled up. Und die Rechnung des Krankenhauses ist enorm gewesen. And the relatives had disappeared. Und so sind die Verwandten verschwunden. Because they didn't have money to pay for the hospital. Denn sie hatten kein Geld, diese Rechnungen zu bezahlen. So these people, they were left there alone. Also wurden diese Menschen allein gelassen. So they enjoyed somebody coming to visit them. Also hatten sie volle Freude, dass jemand sie besuchte. The same thing happens in prison. Und dasselbe geschieht auch im Gefängnis. There are many people, they don't have friends or relatives coming to visit them. Es gibt so viele Menschen, die keine Freunde haben, die sie im Gefängnis besuchen. So when somebody comes to visit them, it's a refreshment, it's a blessing for them. Also wenn jemand kommt, um sie zu besuchen, ist es ein großer Segen. Here in Germany, I know there are places that people don't have family members or friends to go visit them. Und ich weiß auch, hier in Deutschland gibt es viele Menschen, die niemanden haben. Actually, there are a lot of old people. Und es sind viele ältere Menschen. That they appreciate when somebody just comes to visit them. Und sie schätzen es sehr, wenn jemand einfach kommt, um sie zu besuchen. I wish as a church one time we will go and visit the old people here. Old people here in old people's home. Und ich wünsche, dass wir als Gemeinde auch einmal in dieses Altenheim gehen können, um die Menschen dort zu besuchen. For a long time, you know, I used to walk there. Und eine lange Zeit bin ich da lang gelaufen. And in one door, there's a lady there. She's always just sitting there in that door. Und an einem near the door. Und an einem Fenster konnte man immer eine Frau sehen, die dort saß. And every time she sees me, she smiles and she waves at me. Und jedes Mal, wenn sie mich gesehen hat, hat sie gelächelt und gewunken. And I ask her, why is this old woman waving at me? Und ich fragte mich, wieso winkt mir diese Frau? So, I must admit, the first 2-3 times I ignored her. When I was passing there, I looked to the other side as if I'm not seeing her. Und ich muss zugeben, die ersten Male habe ich versucht, sie zu ignorieren. But another time, I was behind and I saw somebody passing by and she saw that person and she waved to that person. Aber danach habe ich gesehen, wie eine Person vor mir ging und diese Frau hat auch dieser Person gewunken. Then I realized this is somebody who just needs, she's friendly and she just needs to be friends with somebody. She likes waving to everybody, not only me. Und da habe ich erkannt, dass sie wirklich jedem winken würde und nicht nur mir. But I realize such people, they need company. Aber ich habe gemerkt, solche Menschen brauchen Gemeinschaft. Now this season, I pray that you just look for somebody to be a blessing to. Und ich bete, dass wir in dieser Zeit jemanden finden werden, zu der wir ein Segen sein können. Maybe you go visit somebody who people rarely visit. Und lass uns die Menschen besuchen, die kaum besucht werden. Maybe you want to go out to eat something, maybe in McDonald's. Vielleicht möchtest du hinausgehen und irgendwo was essen. Instead of buying one meal. Aber anstatt ein Gericht zu kaufen. Buy two meals. Kauf lieber zwei. Go sit with somebody on the street and say, okay, let's eat together. Und setz dich zu jemandem, der obdachlos ist und isst zusammen. Or invite them to eat together. Oder lad ihn ein, zusammen zu essen. Because not everybody on the street is balabala. Denn nicht jeder auf der Straße ist. Not everybody on the street is balabala. Nicht jeder auf der Straße ist verrückt. They are normal people. Es sind normale Menschen. Who've found themselves in a situation they never wanted to be in. Die sich einfach in einer Situation befinden, wo sie sich nie sehen wollten. There are people who've come to their end. Es sind Menschen, die an ihr Ende gelangt sind. There are a lot of people who life has not been fair on them. Und es sind viele Menschen, bei denen das Leben nicht fair war. Try to help them. Lass uns helfen. In the beginning I said, you know, you might think what you have is little. Und ich sagte vorhin, du denkst vielleicht, das, was du hast, ist zu wenig.
But the little that you have, aber das wenige, das du hast, will change the life of somebody. Wird das Leben einer anderen Person verändern. Amen. Yeah, you know, this word sounds simple, but it's true. The little that you have will save the life of somebody, will help somebody, will give somebody joy. Es hört sich so einfach an, aber es ist wirklich wahr. Das wenige, das du hast, wird jemand anderen eine große Freude bereiten. Jesus says, denn Jesus sagte, when you did this for the least of my brothers, als du dies für den geringsten meiner Brüder getan hast, you did it for me. Hast du das für mich getan? We are representatives of Jesus Christ. Denn wir sind die Vertreter von Jesus. Let's go out and do the things that Jesus would have done when he was here on earth now. Lass uns hinausgehen und die Dinge tun, die Jesus getan hätte, wenn er hier wäre. In fact, when you see somebody in need, when you see somebody hopeless, when you see somebody sick, when you see somebody thirsty. Wenn du jemanden siehst, der in Not ist oder krank ist oder durstig. You need to ask yourself this. Dann solltest du dich fragen. What will Jesus do? Was würde Jesus tun? And when you ask yourself this question. Und wenn du dich das hier fragst. Remember 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Dann erinnere dich an 2. Korinther Kapitel 8 Vers 9. It says that Jesus was very rich. He was very rich. Es steht geschrieben, Jesus war so reich. It says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Though he was very rich, obwohl er reich war, he became poor, wurde er doch arm, that through his poverty, damit ihr durch seine Armut you might become rich, reich werden konntet. Let me finish by 2 James, by the book of James chapter 2 verse 14. Jakobus Kapitel 2 Vers 14. It says, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith, but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and be filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihm aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Faith without works is dead. Glaube ohne Werke ist tot. Your faith needs corresponding action. Denn dein Glaube braucht die dazugehörigen Taten. So look for corresponding action in every situation and mix it with faith. Also such nach diesen passenden Taten und vermische es mit Glauben. And help somebody in need. Und hilfe jemanden, der in Not ist. Let's just pray together. Lass uns beten. Father, in Jesus' name, we thank you for the remembrance of your word. Vater, wir danken dir für die Erinnerung an dein Wort. There are so many needy people around us. Es gibt so viele Menschen, die in Not sind. There are so many helpless people around us. Es gibt so viele hilflose Menschen um uns herum. There are so many hopeless people around us. Und es gibt so viele hoffnungslose Menschen. Father, we repent for the times that we've been hard-hearted. Und Vater, wir tun Buße für die Zeiten, in denen wir hartherzig waren. That we were in a position to help, but we did not help. In denen wir für die Zeiten, in denen wir die Möglichkeit hatten, aber es nicht getan haben. We were in a position
to give them hope, but we did not do that. Als wir in der Position waren, dass wir helfen konnten, aber es nicht getan haben. Father, we ask for forgiveness. Da bitten wir dich um Vergebung, Herr. And as we go out today, und wenn wir heute hinausgehen, we pray that you open our hearts. Bitten wir, dass du unsere Herzen öffnest. That when you see somebody in need, dass wir, wenn wir jemanden in Not sehen, that we will be prompt, we'll be quick to help this person. Dass wir schnell reagieren werden und helfen. That we'll be quick to put our faith into action. Dass wir schnell unseren Glauben in Taten umsetzen. And Father, as we do that, und Vater, wenn wir das tun, I pray that you empower us, Lord, and give us the ability to help many people. Bete ich, Herr, dass du uns die Kraft dazu gibst, vielen Menschen zu helfen. And may you receive all the glory and all the honor. Damit du all die Ehre bekommst. In Jesus' name. In Jesu Namen.